Mir wäre es zwar am liebsten, wenn du einfach runterfallen würdest. Aber nein, du kommst geradewegs. So, über die Brücke. Wow. Ja, da sind wir gut ausgewichen. Verpassen dir gleich noch mal ein. Wow. Au. Also ja, den Schlägen sollte man lieber ausweichen, sage ich ständig, und kassiert trotzdem gerne mal den Hit. Weil diese Schläge, solange wir nicht volle Stamina haben, gehen immer durch unseren Schild durch. Und ja, da oben ist noch so einer. Da patrouillieren nämlich zwei rum. So, mal sehen, ob ich den zweiten auch kriege. Ja, komm, komm, komm. Mir wäre es recht, wenn du in deinen Tod springen würdest. Aber nein, den Fallen tun sie mir halt nicht. Nicht gerne. So. Wow. Genau. So. Wow. Das ist übrigens die beste Strategie gegen die Jungs. Einfach hinlaufen, einmal schlagen und wegrollen. Aber an die Strategie muss ich mich langsam wieder mal gewöhnen, richtig. So. Damit sind wir jetzt im zweiten Teil des Waldes, dem etwas ungemütlicheren, wenn ich das mal so sagen darf. Hallo, Crystallizard. Von dir wollen wir nichts. Dich lassen wir nämlich deswegen einfach mal dezent in Ruhe. Und ja, da ist der Abgrund. Also jedenfalls ein Abgrund. Und man sieht, hier liegt überall diese komische schwarze Soße rum. Ja, glaubst du, ich habe Angst vor deiner Hecken? Schere. Gut, die macht Blutungsschaden, aber trotzdem ist das eher etwas lächerlich. Aber ja, man sieht hier diesen Dunst. Das heißt, unter uns müsste irgendwo der Abgrund aufgegangen sein. Ja. Kein schöner Ort, sage ich euch. Hallo, weitere Pflanzenmänner. Ihr müsst leider sterben. So. Und ich will da hoch. Ja, komm her. So, das macht nur ein bisschen Aua, die Scheren. Aber man sollte die Jungs trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil sonst machen sie einem zu viel Schaden. Und dann ist das auch wieder schlecht. So, da liegt wieder was zum Plündern. Die Seele eines Ritters. Und da unten haben wir einen Freund. So. Stirb. Hier kommen wir nämlich auf diese Ebene, wo die beiden Golems patrouilliert haben. Ist der Bereich hier. Und wir haben einen Elisabeth-Pilz gefunden. Ja, das sind mächtige Pilze eigentlich. Wo haben wir ihn denn? Heilt zeitweise viele TP. Ein großer medizinischer Pilz von Elisabeth, Wächterin des Mausoleums. Wenn der Pilz gegessen wird, kräftigt er den Körper und heilt kurzzeitig viele TP. Seine enorme Wirkung kann für einen Krieger den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Ich habe sie leider nur noch nie wirklich benutzt, diese Pilze. So, da oben ist noch ein Item. Und wir müssen hier vorsichtig sein, sonst holt uns der Abgrund, wenn wir da runterfallen. So, hier müssen wir nämlich rüberspringen. Wow, vorsichtig. Beim Springen in Dark Souls 1 habe ich immer so ein bisschen Schiss, dass es nicht klappt.
Was in Dark Souls 2 besser ist, weil da muss ich nur sprinten und C drücken, um zu springen. Hier muss ich die Leertaste gedrückt halten, um zu sprinten, und dann die Leertaste loslassen und schnell nochmal drücken, damit ich springe. Aber in den meisten Fällen klappt es jetzt zum Glück ganz gut. So, weg mit dir. Du hast einen Moosklumpen. Danke. Und ja, hier ist das Gebiet, in dem die beiden Riesen patrouilliert haben. Hallo. Und man sieht, es wimmelt hier von diesen Grasmännern. Oder Buschmenschen. Buschmenschen will ich ja nicht sagen, das sind nämlich irgendwelche anderen. So, hier haben wir erst einmal noch einen Teil der Rüstung, glaube ich. Ja, die Wächterrüstung. Ja, man kann in diesem Tal hier, in diesem Wald, in diesem Tal, die gesamte Rüstung zusammensammeln. Und dort oben müsste man eigentlich sogar... Also ja, da unten ist das Finsterwurz, das Becken, wo wir gegen die Hydra gekämpft haben. Beziehungsweise da sieht es ganz anders aus, da liegt sogar noch Loot rum. Und da drüben gehört eigentlich irgendwo die Stadt der Untoten dann hin. Die existiert allerdings noch nicht. Das Einzige, was bis jetzt existiert von Lordwyn, ist dort oben Anor Londo. Ja, wir sind direkt zu Füßen Anor Londos in der Vergangenheit. Dafür existiert das Bauwerk da drüben, das ein bisschen aussieht wie ein verfallenes Kolosseum. Was, glaube ich, sogar ein verfallenes Kolosseum ist. So, wir müssen wieder hier runter. Also einmal hier runterfallen lassen, zurück auf die Brücke. So. Ja, 10 Flaschen und 4 Heilung. Das reicht auf jeden Fall, um durch den Wald zu kommen und den Aufzug zu aktivieren. Dann haben wir jedenfalls unsere Abkürzung. Ja, und ich höre weitere Baummenschen rumschnippeln. So, wieder in den in den Bäh-Teil des Waldes. Also ja, das Gebiet danach wird noch schlimmer sein. Wir sind ja mit dem Wald jetzt größtenteils durch. Hier war der Hang nach oben. Wir wollen uns allerdings jetzt hier um die Jungs kümmern. Auch wenn sie uns eigentlich gar nichts tun. Die stehen hier nur rum und schneiden. Aber wenn wir da hinten den Loot einsacken, sind sie nicht mehr ganz so happy drüber, dass wir hier sind. So. Ups. Komm her. So. Genau, da hinten stehen nämlich nochmal 2 von den Riesenfuzzis. Und das war's dann auch mit denen. Da geht's nämlich runter in dieses... Ja, man könnte wirklich sagen, das ist entweder ein Kolosseum oder ein Palast. Aber ich glaube, es ist ein Kolosseum gewesen. Geht es in das Kolosseum und dann sehen wir hier unten schon die Stadt, nämlich Olasil. In die geht es dann als nächstes, nachdem wir im Kolosseum fertig sind. So, aber erstmal müssen wir kranke Bäume zerhauen. Das erinnert mich fast schon ein bisschen an die Kanalisation. So, und hier wird es jetzt mies, weil hier kommen 2 von den Typen auf einmal. Also ziehe ich mich schon mal gepflegt ein Stück zurück. Kümmere mich erstmal um die beiden mit der Sense. Nicht mit der Sense, mit der Spitzhacke. Renne hier hoch. Weil so weit nach oben verfolgen die mich, glaube ich, gar nicht. Genau, die gehen schon wieder zurück. So. Jetzt muss ich gucken, dass ich die nach und nach bearbeite, bis sie eben tot sind. Genau, komm her. Na, das war daneben. Wow. Wieder wegrollen. Au. Ja, wie gesagt, 10 Flaschen dürften reichen. Deswegen renne ich jetzt erst einmal hier hoch. Hier hoch folgen sie mir nämlich nicht. Was ich super ausnutzen kann, um mich kurz zu heilen.
Genau, nur der da ist jetzt ein bisschen angepisst. So, genau, reiß die Erde raus. Ich schlag dich. Weich dir aus. So, sein Kumpel, da, auf den müssen wir aufpassen. Der dürfte nämlich auch wieder kommen. So. So. Oh, au. Trinken. Ist in dem Fall besser. Vorsicht ist besser als Nachsicht. So. Genau, da stehen wir außerhalb des Präparatiuses. Aber hier nicht. Oder? So. Erster ist weg. Holen wir uns den zweiten. Der ist dort. Okay, der wartet freundlicherweise. Jetzt rennt er. So, gut. Komm her. Genau. Schlag zu. Oh, au. Stück zurücktrinken. Sicher ist sicher. Wow. Hohoho, das war jetzt aber knapp. Wow. Und ja, schlag nochmal zu. So, und nochmal. Und tot. Gut. Sehr gut. So, wir haben jetzt den letzten. Oh, da ist noch so ein Edelstein. So ein Crystallizer. Aber bevor wir jetzt in Alvinas Turm eindringen, gucken wir uns hier hinten noch zu Ende. Oben hier ist nämlich noch... Genau, da hinten ist ein Item und hier müssten normalerweise auch zwei Gegner sein. Genau, die verstecken sich da zwischen den Bäumen. So. Weg mit euch beiden. Spitzhacke. Spitzhacke. Mistgabel. Und die Seele des stolzen Kriegers. So. Damit wäre der Hauptteil des Waldes geschafft. Sage ich jetzt einfach mal so. Wir gehen zurück zu Alvinas Ruinenhaus. Also da, wo Alvina in der Zukunft ist. Und gucken dahinter. Dahinter ist nämlich noch was versteckt. Nochmal eine Seele. Hm. Moment, haben wir dann schon alle Teile der Rüstung? Also ja, wir haben da... Ja, haben wir. Alle vier Teile. Welche Rüstung? Rüstung der steinernen Ritter, die über dem Mausoleumswald wachen. Die steinernen Ritter sind durch Magie erweckte Golems und ihre verzauberte Rüstung ist bedrückend schwer. Dementsprechend hat die Rüstung auch verdammt hohe Werte. Also ja, unsere Paladin-Rüstung ist gerade mal besser, aber soweit ich weiß, kann man die Wächterrüstung gar nicht aufstufen. 91, 8 und... Ja, okay, Magie ist sie etwas besser. Feuer ist sie schlechter und Blitz? Blitz ist sie verdammt gut. Aber dafür halt sau schwer. Und die Wächterrüstungen, also sowohl die, die wir jetzt gerade gefunden haben, als auch die Wächterrüstung im, aus dem normalen Spiel, also die grüne, die Steinrüstung, können nicht abgegradet werden. Sofern ich das noch in Erinnerung habe. So. Wir haben den unteren Bereich erreicht. Wir können hier lang gehen. Das bringt uns allerdings nicht viel, weil hier ist auch wieder ein deaktivierter Fahrstuhl. Jupp. Aber wir können über die Brücke gehen. Dort sehen wir erst einmal ein Licht. Also erstmal liegt da hinten noch Loot. Den würde ich gern einsacken. So.
Hier unten gibt es allgemein nichts außer die Nebelwand, aber die hebe ich mir erstmal auf, weil das die Nebelwand zum nächsten Boss ist. Sagen wir erstmal dem Typ mit der Grinsemaske hallo. Ah, let me guess. Snatched by a shadowy limb and dragged off to the past? Ja. Yes, of course. Exactly what happened to me. We are both strangers in this strange land. But at least now there are two of us.